Die Staatsanwaltschaft Hechingen bringt mit ihren Ermittlungen zu den angeblich inakzeptablen Vorgängen in der Staufer Kaserne in Pfullendorf bei Sigmaringen Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen in Bedrängnis. Von der Leyen hatte scharfe Kritik an angeblich abstoßend widerwärtigen sexuell-sadistischen Praktiken gegenüber Rekruten in Pfullendorf geübt. Daneben umfassten die Vorwürfe angeblich medizinisch unsinnige und sexuell motivierte Übungen und unnötige Härte. Laut Presseerklärung der Hechinger Staatsanwaltschaft hätten sorgfältige Ermittlungen aber keine Anhaltspunkte ergeben, dass Lehrgangsteilnehmer bei der Kampfsanitäterausbildung in Pfullendorf zu sexuellen Handlungen genötigt worden seien. Auch habe nicht festgestellt werden können, dass die in der Kaserne praktizierten Ausbildungsmethoden in Widerspruch zu den Ausbildungsvorschriften der Bundeswehr stünden oder strafrechtlich relevant seien. Als Konsequenz hatte von der Leyen mehrere Vorgesetzte von ihren Posten entfernt. Bundeswehrkreise werfen der Ministerin jetzt vor, Dinge aus dem Zusammenhang gerissen und pauschalisiert zu haben.